Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. So, wir waren da dabei, das Upgrade zu bauen. Dafür brauchen wir 75 Eisenplatten. Da haben wir noch zu wenig. Oh. Mal schauen wir mal. Wir haben zu wenig. Gut. Wir brauchen noch 10 Concrete. Okay. Wir geben mal rein, was wir haben. Wir haben die Wires. Wir haben zu wenig von denen da. Wir haben 10 Concrete. Und wir haben 2 davon. Also brauchen wir noch Eisen. Nichts leichter als das, weil der Kleine hat uns ja wieder 100 abgebaut. Danke. Das da hinten ist übrigens unser Kraftwerk. Da können wir Energie machen. Und ich habe gesehen, wir können Biomasse herstellen. Wir haben doch hier Leaves, gell? Ja, da. Machen wir aus dem mal Biomasse. Da haben wir das. Damit verkleinern wir das schon mal. Okay, da gehen aber nur 200 rein. Naja, gut, verkleinern. Relativ. Ja, verkleinern ist wirklich relativ. Okay, gut. Die Biomasse, die können wir jetzt wieder zum Beispiel da reingeben zum Betreiben von dem Generator, auch wenn wir noch gar nicht brauchen. Oder? Genau. Aber er stellt eh fest, er braucht ihn noch nicht. Passt. Also er verbraucht ihn jetzt nicht, wenn wir keinen Strom brauchen. Okay, damit hätten wir mal das. Können wir noch da reingeben. Ich brauche Eisenplatten. Dazu brauche ich wieder Iron Ingot. Jetzt kann ich die 13 noch bauen, die wir brauchen. So. Einmal da rein. Bitteschön. Upgrade. Wow. Hey, cool. Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Oh, wir haben eine Toilette. Cool. Eighth objective. Hub upgrade, additional power. Advice. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Okay. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Sieht schon mal interessant aus. Haben wir jetzt alles? Wir können... Oh, jetzt haben wir Logistik dazu bekommen. Wir können jetzt Förderbänder machen. Foundations können wir jetzt bauen. Kosten nur Concrete. Cool. Wände können wir bauen. Ah, okay. Das ist ja cool. So, jetzt möchte ich aber mal schauen. Kann ich dich jetzt noch weiter upgraden? Ja. Ist jetzt aber schon teurer. Okay. Was steht denn bei unserer Quest, was wir machen sollen? Build conveyor belts to connect buildings together or full automation. Okay. Inputs and outputs. Okay. Biomasse haben wir schon gemacht. Und Vector Belts. Okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt einmal so einen Smelter bauen möchte, dafür brauche ich Kabel. Sorry. Ja, das brauche ich so. Dann könnte ich jetzt sagen, da ist unser Kleiner. Drehen kann ich es mit dem hier? Okay. Ich werde das garantiert nochmal umbauen. Wieso bist du rot? Achso, weil ich... weil mir noch was fehlt dafür. Gut, ich brauche Iron Rods.
Jetzt aber einen Smelter. Gut. Hier könnte ich den bauen. Okay. Jetzt ist nur die Frage, kann dieses kleine Mining-Ding das da reingeben? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich kann sagen, mach mir Eisen-Ingots. Und wenn ich da jetzt das Eisen reingebe? Ah, dann braucht er Strom. Okay. Hier hätten wir Strom. Da brauche ich Kabel dafür. Okay. Na, dann gib mir ein paar Kabel. So, ich gehe mal davon aus, dass wir mehr brauchen. Okay. Ein Kabel. Oh, was bräuchte da? Concrete? Sieht aus wie Concrete. Okay. Machen wir mal ein bisschen Concrete. So. Und jetzt noch einmal. Also ich habe ja hier diesen Biomasse-Reaktor. An den hier passt aber nur eine Stromleitung. Das heißt, ich brauche zuerst einen Verteiler. So. Genau, da gehen jetzt vier drauf. Wenn ich sage, von hier darüber, dann arbeitet das hier. Okay. Okay, und schon bräuchte ich keine Iron Ingots mehr herstellen. Das macht hier. Ich muss allerdings noch von hier das Eisen holen. So. Da reinlegen. Das heißt, ich bräuchte jetzt hier dahinter irgendwas, was ich hinstellen kann. Schauen wir mal, haben wir vielleicht ein Lager oder sowas? Haben wir noch nichts, gell? Mann. Ich habe noch nichts, was ich dazwischen tun kann. Das ist doof. Okay. So. Dann benutze ich dich jetzt erstmal als Schmelzer für das hier. So. Wenn ich sage, wir wollen das upgraden. Moment mal, was war da jetzt? Genau, weil da kommt der Storage Container. Den hätte ich gerne, den würde ich dazwischen gerne schließen. Außerdem kommt da der größere Miner. Das klingt gut, den brauche ich, ja. Also ich bräuchte dazu Kabel, ich bräuchte dazu Concrete, ich bräuchte dazu das. Oh je. Und ich bräuchte dazu 100 Eisenplatten, okay. Also muss ich mal eigentlich alles, glaube ich, holen. Schauen wir mal. Mach mal. Kabel brauche ich noch. Vierzehn. So, Concrete muss ich mal holen. Eisen Rods. Oh je. Ich brauche mal eine Menge. Okay. So, dann gehen wir mal rein, was wir jetzt haben. Wir haben das, wir haben das. Jetzt brauchen wir Concrete und wir brauchen noch mehr Eisen. 46. Bitteschön. Okay. Jetzt müssen wir zu unserem Gruß und an C. Zu unserem Limestone. Ich glaube da, genau. Ah, da unten steht der kleine Meier. Okay. Ja, brav. Dankeschön.
Komm, lass mich hoch da. Du gibst mir, was du fertig hast. Ich gebe dir dafür noch mehr Eisen. So, ich soll auch Biomasse herstellen. Dann machen wir das jetzt mal. Nur damit er glücklich ist. Und dann stellen wir her. So, 100 Eisenplatten. Und wir brauchen auch noch ein paar. So, Eisenplatten. Wir haben schon wieder kein Eisen. Concrete. Brauchen wir 8 Stück. 8, gut. Rein da. So, Eisenrods und Eisenplatten. Das ist schon eine gewisse Arbeitserleichterung hier. Ich lasse dich mal arbeiten. 191, okay, der ist noch fast voll. Passt. So, dann machen wir mal ein paar Eisen. So. So, wie viele haben wir jetzt? Oh, fehlen immer noch genug. Gut. Damit sind wir wieder am Ende. Da können wir wieder reingeben. Das nicht. Okay. So, mein lieber Miner. Gib mal her. Da hast du. Ja, es dauert dann schon. So, wir brauchen 2 Hammer. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Eisenplatten. Aber da hat man noch eine Menge. Eisenplatten. So, 53, okay. Ich könnte natürlich hier dahinter einen Konstruktor bauen, aber ich möchte dazwischen nachher gerne noch einen Lagercontainer machen. Was braucht denn der? Reinforced Iron Plate 3 und Kabel 2. Okay. Gut, der bräuchte Reinforced. Platte 3. Das heißt, wir brauchen wieder Iron Rods. Dann brauchen wir davon was. Und Eisenplatten, na super. Dann bauen wir zuerst das Upgrade fertig, würde ich sagen. Kommt da rein, wird geschmolzen. 30 pro Minute schafft er. Das reicht.
So, craft mir. Ach nein, das reicht nicht, weil ich ja nur die Hälfte rauskriege. Aha. Okay. Reicht also noch nicht, aber bald. Das könnte ich eigentlich beim Kupfer dann auch machen. Also eine Schmelze dahinter. Und hinter der Schmelze kommen mehrere Constructor. Theoretisch. Und was brauche ich denn für so eine Schmelze? Ein Kabel, okay. Machen wir mal ein paar. Also Hammer, aber Eisenblotz fehlt uns, okay. So, gib her. Ja gut. Damit können wir hier upgraden. Tada! Hub Upgrade 4. Sehr gut. Cool, schaut immer besser aus. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Additional Biomass Generator. New buildings, which can be found in the build menu. Haben wir einen zweiten Generator? Hub Upgrade Molecular Analysis. Cool. Note. To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Aha. Good luck. Das heißt, könnte den da? To configure, okay. Was ist, wenn ich den da? Dann fehlt mir was, okay. So, aber ich kann jetzt noch anderes. Ich kann jetzt einen Miner. Dafür brauche ich einen kleinen Miner, okay. Das kriegen wir hin. Ja mal. Machen wir es dir mal einen ordentlichen Miner. Du kriegst noch das Eisen und ich nehme noch die Ingots. Danke. Kann ich den... Ah ne, den muss ich ja wieder so bauen. Was brauche ich dafür? 5 Concrete. Und ein paar Eisen. Meiner MK1. Okay. Cool. So, und wenn ich jetzt noch einen Storage Container wollte, bräuchte ich Eisen und okay. Machen wir das mal. Auch Eisenplatten. Auch Eisenrods. So. Dann könnte ich hier dazwischen einen. Ja, hab nicht viel Platz, das gebe ich zu. Dann könnte ich hier einen Storage Container, oh Gott, hinstellen. Okay. Wenn ich jetzt ein Förderband mache, dann brauche ich Eisenplatten. Okay. Cool. Machen wir mal Eisenplatten. Machen unsere erste Automatisierung. Geht nicht, weil... Warte mal.
kann mit F abbauen, glaube ich. Genau. So. Wenn ich jetzt hier davor einen Rich Container stelle. Ja? So. Okay, ist zu nah dran. So geht's. Und jetzt dann hier muss ich dazwischen sowas bauen? Ne, mir fehlt irgendwas dafür. Was dann? So. Wenn ich das hier jetzt baue, ja? Mir fehlt Konkret, glaube ich. Oder? Baue es einfach einmal. So, schauen wir mal, ob es das war. Also, ich möchte als erstes einen Storage Container. Klar. Dann hätte ich gerne eine Verbindung zwischen dem und nicht, weil der Winkel wahrscheinlich nicht passt. Nicht C. F war das. So, Storage Container. Wenn ich die jetzt in einer Linie baue, ja? Es ist gar nicht so leicht, wenn man quasi hier aufsteht. So. Wenn ich jetzt sage, das hier weg. So. Also, ich habe hier das. Ich muss schon ein Konvektorbelt bauen. Oder hier Belt. Wieso kriege ich das da nicht rein, ha? Also, weil es die falsche Richtung ist, okay. Blöde Frage, aber sagen wir nicht, dass das da reinpasst. Also, ich weiß nicht, nein. Dumm, die dumm, aber wieso? Achso, ja klar. Ja, auch doof. Ich möchte ja hineingeben, nicht raus. Okay. Alles klar. Ich behaupte das Gegenteil. Jetzt müsste es theoretisch auch gehen. Hokus pokus. Jetzt wandert das Eisen da hinein. Cool. Gut, damit das Eisen dann weiterverarbeitet wird, brauchen wir zuerst eine Schmelze. Nein, ah, die Schmelze. Da muss natürlich auch reingehen. Ich drehe das, glaube ich, weil ich würde gerne nachher hierher kommen. So, da muss alles rein. Dann bräuchte ich einen Storage Container. Dafür fehlt mir jetzt wieder Eisen. Komm hier mal, hast du schon was für mich?
Du produzierst Eiseningots. Achso, Energie wirst du auch brauchen. Okay. Was braucht man hierfür noch einer? Stellen wir das mal da her. Okay. 3. Hier. Daran könnten wir übrigens den nochmal anhängen. Dann haben wir beide. Dann geht mal die Energie nicht zu schnell aus. Okay. Eisenrods. Und dann würde ich sagen, meine Lieben. Ich weiß, es ist gemein, aber dann machen wir Schluss für heute. Und morgen geht's, würde ich sagen, weiter. Eisenplatten. Ja, Eisenplatten. Aber das Problem lösen wir ja gerade, dass wir das dann bald nicht mehr herstellen müssen. So. Wir arbeiten dran. Cool. Okay. Tiere reinkommen. Sehr gut. Sicher. Jetzt wird es dann komplizierter, weil jetzt können wir dann mehrere Sachen herstellen, oder? Haben wir eigentlich was teilen kann, oder kommt es erst? Warte mal. Humus Burner, Space Elevator. Ich hab doch hier. Nee, sowas haben wir noch nicht. Das heißt, wir werden als nächstes den hier weiterbauen und schauen mal, ob wir da was dazu kriegen. Werden wir schauen. 500. Ja, da werden wir Produktionsketten vorher auch noch bauen, damit es schneller geht. Also, ich sage tschüss, ciao und baba.